Hey ho und let's go mit I am Fish, der sogar fliegen kann. Wow. Jetzt funktioniert's hier gut. Okay, ich wollte mich eigentlich umsehen. Jetzt bin ich viel zu weit gegangen. Oh, Strömung, okay. Das kann ich aber umgehen. Schön hier. Dadurch, dass ein bisschen Licht reinfällt, ist die Kanalisation nicht so düster wie bei unserem goldigen Fisch. Ah! Nicht sterben. Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen sicher hier. Ist endlich mal eine lockere Passage, mal wieder, wo ich auch die Flugkünste richtig mal testen kann. Es könnte zwar überall Brot liegen, das ich verpasse. Das macht es ein bisschen gefährlich. Aber sonst passt's. Hier noch schauen, vielleicht runter. Oh, ah! Okay. Sieht seltsam aus hier in der Kanalisation. Ah! Nein, ins Wasser. Schnell ins Wasser. Yes! Ah ja, das ist also Abwasser. Und schauen wir mal, kann ich irgendwas erreichen? Okay, ich denke, hier war nur der Checkpoint, den ich vorhin gesehen habe. Dann gehen wir mal weiter. Schöne Höhle eigentlich. Erst von menschengemachten Orten zu der Natur. Aber noch sehe ich relativ wenig Brot. Ich meine, hier muss doch was geben. Auch wenn ich denke, hier verirrt sich keiner, um Brot zu verteilen, aber irgendwie kannst du hier landen. Ups. Nö, hier ist nix. Aber schöne Gegend, schöner Lichteinfall. Und auch dieses wassertropfende Geräusch im Hintergrund. Sehr schön passend. Soweit sollte es nicht mehr sein. Bis zu unserem Ziel. Na komm schon, versteck irgendwo ein Stück Brot in die Ecke, dass ich weiß, dass ich das hier nicht unnötig mache. Weil sonst rast man hier relativ schnell durch. Wenn es hier tatsächlich nichts gibt. Ich meine, ich mag die Gegend, ich kann hier auch chillen. Aber scheint tatsächlich hier nichts zu geben. Na gut. Dann machen wir uns weiter Richtung Ozean. Ich denke, bisher habe ich kein Brotstück verpasst, oder? Bisher ging es immer in die richtige Richtung. Sterne kriege ich nicht alle, aber dafür ist halt typisch Time Trial notwendig. Und da bin ich nicht der größte Fan von. Plus, die Level sind ja zum Teil auch fordernd. Hätte ich nochmal abheben müssen. Ich probiere erstmal ohne Fliegen einfach direkt hier rein. Wow. Das bringt's voll. Na dann noch ein Versuch. Ja, so funktioniert's. Ach du Scheibe. Ja, das wird so nix. Ja. Okay. Ah, hier war ein Checkpoint, echt? Gar nicht gesehen.
Okay, das könnte tricky sein. Brot in der Luft ist nicht gerade easy, aber... Nein. Und ich darf halt keinen Checkpoint da unten aktivieren. Sonst komme ich da nicht ran. Es fehlt nicht mehr viel, es fehlt nicht mehr viel. Was war das? So komme ich nicht weit. Und noch ein Versuch. Na komm schon. Nee, das wird so nix. Ja, ist gar nicht so einfach. Da liegt sogar noch ein zweites Brotstück. Das untere ist aber geschenkt. Da sehe ich jetzt keine Schwierigkeit. Nein, nicht runter. Oh, geschafft. Okay, schnell ins Wasser. Oh, geschafft. So, das zweite Brotstück war... Was ist das hier überhaupt für ein Laden? Das habe ich nicht gesehen, oder? Den Checkpoint. Hey, ich habe doch ein Brotstück gesehen. Oder bin ich jetzt komplett beschugge? Oder war das echt das Checkpoint, das ich gesehen habe? Was geht mit den Rohren hier? Die platzen ja gleich. Habe ich mich echt verguckt? Kein Brotstück? Na gut, wenn ihr es so sagt. Dann bringt es nichts, sich weiter umzusehen. Dann gehen wir weiter. Wir wollen endlich wieder vereint werden. Aber interessante Minen hier. Jetzt noch aufpassen, dass kein Creeper um die Ecke kommt. So, wenn es hier nichts mehr gibt, dann lasse ich mich auch gleich hochschießen. Hat es nicht auch Ähnlichkeit mit... Oh, Brot. Mit hier? Na, wie heißt das Spiel? Also nur vom Grafikstil, von der Gegend fällt es mir gerade ein. Da ist Wasser, gell? Okay, es ist irgendwie komisch, das Wasser, aber okay. Dann schauen wir mal. Okay. Mir fällt der Name des Spiels denn ein. Das war so eine Kombination aus Mario, Zelda und noch irgendwas war. Ja, witzig. Was erwartet ihr von mir jetzt? Ich würde schon gern da hoch. Danke. Toll.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ich hänge noch so ein bisschen fest. Das hier ist klar. Achso, warte. Fast das Stück Brot vergessen. So, jetzt aber. So, au. Das sah schmerzhaft aus. Sehr gut. So, also dahin bringt es mir eh nichts, selbst wenn ich dahin könnte. Jetzt ist die Frage, was soll ich hier machen? Ja, das Ding ist zu. So viel kapiere ich noch. Also ich würde das gerne zum einfachen Smile-Shots bringen. Ich denke, das hilft schon, aber... ja. Ich bin halt nur ein Fisch. Ich bin halt nur ein Fisch. Oh. Kann ich da hin? Das ist ein Stück Brot. Hä? Da ist aber kein Wasser. Wollt ihr mich jetzt komplett vergaggeiern? Ach, Moment. Das hier ist gar nicht an. Zu dem Zeitpunkt. Ich dachte, ich bin einfach nur vorbeigegangen. Der Wasserstrahl ist gar nicht an. Vielleicht ist da, wo das Brot ist, doch der reguläre Weg. Aber wie habe ich es eingeschaltet? Ich habe ja nichts gemacht hier. So. Brot ist schon mal da. Nein, nein. Fliegen muss ich nicht. So. Hier ist kein Knopf oder irgendetwas. Ich guck mal, wann das Wasser angeht. Ja, es taucht einfach auf. Okay. Naturphänomene halt. Also ich sehe keinen Schalter, deswegen bin ich verwirrt. Na, noch ein Stück, komm schon. So. Ja, dann schauen wir mal, was wir durch diesen Geheimpfad erreichen können. Aber da ist halt so lang kein Wasser. Ja, und jetzt? Also ich verstehe weder das da, noch verstehe ich den regulären Weg gerade. Ich verstehe 0, gar nichts. Ich weiß nur, langsam habe ich das Boot auch satt. Okay, ein bisschen mehr Schwung. So. So, das ist klar. Ach, es bleibt sogar stecken, okay.
Na, jetzt würde ich gerne in die Richtung gehen. Vielleicht kann mir das Rohr da weiterhelfen. Hallo? Ja, ich bin aber falsch gedreht. Ups. Das wird nichts, oder? Nö, das wird nichts. Also ein bisschen knifflig ist es schon jetzt. Ich weiß auch nicht, ob ich hier irgendwas richtig mache. Das ist es ja. Ich teste hier nur irgendwas aus. Und wenn ich komplett auf dem Holzweg bin, dann kann ich das so lange probieren, wie ich will. Das läuft ja trotzdem schief. So, Punkt 1 erledigt. Toll. Toll, 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 toll. Komm schon, komm schon, komm schon. Hallo, geh doch ins Wasser. Danke. Und jetzt spring bitte direkt darüber. Und zwar richtig gedreht. Dann kann ich damit auch was anfangen. Warum funktioniert das manchmal nicht? Ich flieg mal hin. Weil ich will schon so rumgedreht sein, weil dann kann ich das Ding erreichen. Toll, ja. Ja. Das wollte ich nicht erreichen. Ich weiß nicht, was frustrierender ist. Ist es keine Musik gespielt? Oder wenn so eine nervige 2-Sekunden-Schleife spielen würde? So, Akt Nummer 28. Der Wagen ist schon mal drin. Ich selbst kann ja dann nicht durch, gell? Ne. Und wie gesagt, es erklärt auch nicht den ja, das alles. Kann ich das nicht irgendwie kaputt machen? Doch, endlich. Jetzt muss ich aber noch überleben, Jungs. Ja. Okay, man muss es zum Einsturz bringen und das bringt das Ganze auch zum Einsturz, wenn man dieses Wackelteil findet. Jetzt erledige ich nur meinen Part, ohne zu verrecken. Ja, die Höhle macht schon einen einsam. Ich will wieder ins Ozean. Noch zu hoch, zu hoch, zu hoch, zu hoch. Wieder runter. Komm schon. Ja. Okay, ein neuer Versuch. Also hier hätte ich schon gern ein Checkpoint. Das wollte ich nicht. Also ich muss nur dieses Holzding erwischen. Aber ich kann ja nicht irgendwie schießen. Ich habe ja keine Spuckattacke oder sonstiges. Vielleicht sollte ich es vom Wagen ausprobieren. Oder so. Toll. Schaff ich es noch? Schaff ich es noch? Schaff ich es noch? Schaff ich es noch? Ja.
Jetzt ein bisschen Konzentration, deswegen bin ich ein bisschen ruhiger auch. Nicht wundern. Nee, es wird nichts. Ich glaube, von hier zu starten ist ein schwieriger Weg. Ja, ich muss mich aber auch drehen. Sonst wird das nichts. Mach ich es halt so. Und ich weiß ja nicht mal, was passiert alles. Na, ich lande wieder. Ich darf auch nicht zu lange in der Luft sein, weil sonst habe ich keine Zeit zum Flüchten. Na, es ist nichts. Es wird auch nichts. Schnell zurück ins Wasser. Kann ich es mir einfach machen? Ich probiere es mal. Toll. Ja, ich denke, von hinten ist es einfacher. Komme ich gerade raus und kann das Ganze erledigen. Trotzdem weiß ich nicht, wie ich den Fall da kontrollieren soll. Um letztendlich trotzdem... Nein, 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 nein! Um letztendlich trotzdem da rauszukommen, wenn alles einstürzt. Das ist immer so knapp. Oh, warum sehe ich die Entfernung nicht? So. Und jetzt komm. Was war das? Hä? Warum ist sie so komisch runtergerollt? Das wird ein langer Tag. Ja, toll. Ich erwische es nicht mal, geschweige denn davon, dass ich mit Sicherheit hier rauskomme. Darf ich sagen, dass diese Passage mir nicht gefällt? Aber der Schwierigkeitsgrad hat schon hart zugenommen. Also es ist nichts, was so stetig steigt, sondern wirklich... Ja gut, man kann ja alle drei Fische wählen. Vielleicht ist der Fliegefisch tatsächlich das schwerste. Das hätte es dann kaputt gemacht. So. Komm schon. Und jetzt halt überlebst. Jetzt überlebst. Oh. Und das Wasser steigt. Oh, und da kommt auch mal Musik. Endlich mal nicht so trostlos und einsam. Jetzt ist so die Frage, was bringt's mir? Ah, durch den Wagen kann ich hin, okay. Ah, ich muss gar nicht rüberfliegen. Dann komme ich so an das Boot ran. Ah, hier muss ich aber drüber fliegen. Nein! Hier ist ja alles immer noch trocken. Nein! Nein! Ich muss es nochmal machen.
Ich muss es nochmal machen. Oh nein. Nein, ich schaffe es nicht. Okay, ich probiere es mal erstmal alleine, weil das dauert zu lange. Wir sehen uns gleich wieder. So, geflutet ist es wieder. Und damit können wir hier durchschwimmen. Hat mich wieder aufgeregt. Der Checkpoint sah ein bisschen verbuggt aus, aber gut. So, was haben wir hier? Oh, noch ein Brotstück. Was ist denn das für eine Maschinerie eigentlich hier? Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll, deswegen hoffen wir mal. Dass das mich nicht weiter, sondern dahin führt, wo ich will. Also hoch komme ich nicht. Komisch, dass hier zwei in den anderen Checkpoints sind. Yeah. So. Und wieder ins Wasser. Jetzt ist die Frage, was muss ich da kaputt machen? Irgendwas muss ich da kaputt machen. Ich weiß noch nicht was. Das hier. Yippie! Perfekt ins Wasser. Yes, Sir. Ja, Wasser tut doch gut. Wasser ist gesund. So, jetzt sollte ich auch an das Brot rankommen. Na, zurück, 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 komm schon. Danke. Dann habe ich das Brot und das Ding hier. So, hier ist ein bisschen ruhiger. Gehen wir mal unter Wasser. Interessantes Level. Aber nicht einfach bisher. So, da rechts ist zu, aber ich komme eigentlich doch da durch. Oh, das sieht lustig aus. Wo bin ich hier? Also die Tore scheinen nicht für mich zu sein. Okay. Muss ich das Wasser immer weiter erhöhen, bis alle Stromgeneratoren futsch sind? Oder was wollt ihr mir damit sagen? Vor allem der Bereich ist ja auch riesig. Ist ja nicht so, dass ich Überblick habe noch. Yo! Das war vielleicht schmerzhaft. Okay, ich muss hier weg. Warum hat es mich hier hingefeuert in diese Pfütze? Ja, es wird nichts, egal in welche Richtung. Na doch, ich schaff's nochmal in die Pfütze. Aber lass mich doch jetzt hier bitte raus. Danke. Na komm schon. Okay. Boah, ist das eklig hier. Boah, ist das eklig. So, reicht das, um da hochzukommen? Nee, gell? Genauso wie das andere Rohr vorhin. Müsste ich doch auch erst fluten. Ich komme ja da nicht hoch. Auf gar keinen Fall. Schaffe ich es noch? Irgendwas?
Also die Passage verwirrt mich eher. Toll. Ich starte nochmal vom Checkpoint, weil das... So, schauen wir mal kurz hier. Was ist hier? Wie jetzt? Du machst Witze, oder? Was ist denn das für eine Physik hier? Alter. Weißt du nicht mal eine Erhöhung oder so? Nein. Einfach nur Wasser. Hört auf. Minecraft-mäßig. Fischlein? Also da nach oben schaffe ich es dann halt. Wie denn auch? Hier die Tore kann man nach und nach aktivieren, das ist zwar schön und gut. Aber ich komme nicht ran. Wo war ich vorhin? Ich bin geradeaus, denke ich, gegangen, gell? Oder war ich da vorhin? Ich denke, hierhin könnte ich. Ich weiß noch nicht, ob das gut ist. Ich fühle mich gerade so richtig planlos. Achso, da bin ich hier wieder. Aber diesmal habe ich was zum Einsturz gebracht. Okay. Das erklärt's. Das erklärt so einiges. Okay, Checkpoint. So, hier kann ich einen Knopf drücken. So, jetzt müsste das Tor offen sein. Das fährt sogar automatisch, sehr schön. Jetzt muss ich kurz schauen, wo es dahin geht. Ich denke, ich muss aber ins Wasser, ja. Sonst halte ich es nicht lang genug aus. Okay, da ist ein Checkpoint und ein Wasserrohr, das mich hochführt. Kann ich von hier? Gibt's hier noch was? Ah, Moment! Das ist der Anfang hier. Wir sind wieder am Anfang. Okay, Kreisverkehr gemacht. Und ich denke, ich habe jetzt zum perfekten Zeitpunkt alles soweit geflutet. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Ja, dass das bloß unter Wasser ist. Und so können wir uns das holen. Okay, kapier ich. Man darf es noch nicht vergessen. Und ich dachte, ich verpasse ein Brotstück zum allerersten Mal. Ich fliege mal ein bisschen, ich denke, es geht schneller. So, sehr schön. Nein, hier nicht, bitte. So, hier muss ich... Oh ne, da gibt es keinen Durchgang. Ne, ne, vergiss es. Ich dachte, da kann ich rüberfliegen, aber da gibt es gar nichts. Okay. Geht das so? Ups, okay. Vielleicht, aber ein bisschen professioneller. So, Checkpoint ist aktiviert. Jetzt noch in das Rohr.
Ja, ich habe halt nichts gesehen, Leute. Das war eine beschissene Aktion. Ja, toll, hier ist nichts. Also, wenn ihr mich blind fliegen lassen wollt, dann bitte auch in die richtige Richtung. So wird das nichts. Okay. Hat funktioniert. Ich hoffe, ich muss in die Richtung als nächstes. Weil sehen tue ich nicht besonders viel. Okay. Kannst du mal irgendwo hingehen? Danke. So. Okay, so ein Checkpoint davor. Wahrscheinlich, falls ich den Knopf verfehle. Ah ne, das war's, okay. Oh, oh, oh. Okay, ich bin auf Nummer sicher gegangen. Jetzt kann der Wagen weiter. Ich weiß gar nicht, ist noch eine Stufe da oder kann ich es direkt... Oh, ist... Ah gut, es war ein Checkpoint. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das versaue, muss ich ja wieder den ganzen Weg gehen, aber nein, dank Checkpoint nicht. Toll. Was ich aber machen muss, ist neu laden. So, perfekt. Ach ja. Ich glaube echt, der fliegende Fisch ist wahrscheinlich die schwersten von allen. Wobei die Passage ich nur zu blöd wahrscheinlich bin. So. Ich denke, ungefähr hier müsste es sein. Okay, es hat gezählt. Es hat gezählt. Okay, das letzte. Hier ist auch ein Checkpoint. Komme ich da hoch? Echt? Ja, nicht so. Der Wagen ist leicht niedriger. Aber echt jetzt? Geht das? Nee. Aber sowas von gar nicht. Was wollt ihr von mir wieder? Was sehe ich nicht? Was sehe ich nicht? Hier ist halt gar nichts. Also ich war überall. Den Wasserpegel wahrscheinlich noch mehr steigern kann ich nicht. Was also wollt ihr von mir? Oder so. Okay. Nur mit etwas mehr Schwung. Na dann. Logic! Wehe, das wäre schief gegangen. Kann mir einer sagen, wo ich bin? Das ist... Wo? Was? Colin Burke, Boss of Labs Report Number 359. How did Dr. Robert not predict this? He should have known Bolts would eventually gain sentience. Now they've escaped labs and began living across Barnardshire, with no knowledge of what they're supposed to be.
They were made for surgery. They were made to let anyone become a surgeon. And I'll be damned if my son doesn't deserve a better future than that of a baker. Ah ja, okay. Achso, hier ist Scheibe kaputt, sehe ich jetzt das. War ich an der Flutung hier schuld? Und selbst wenn, das ist ja sehr offenes Geländer gewesen. Weißt du? Aber trotzdem wirkt das irgendwie sehr kurios. Ich bin gerade so von dem Ort fasziniert. Ich habe Angst, jetzt Brot zu verpassen. Und was soll dieses Chorgesang im Hintergrund? Das macht ja fast schon... ja, nicht nur mysteriös, sondern gruselig. FSK 18, 100% ist das Game. Okay, da ist ein Checkpoint. Ah, okay. Ah, ich weiß irgendwas, was sie von mir wollen. Das nicht. Das nicht. Oh, ein bisschen... ist das Eis? Ja, ist ein bisschen kalt. Nein! Ah. Fast. Woher weiß ich überhaupt, dass ich den richtigen Weg gehe? Weißt du, ich wollte nur auf den offenen Ozean, jetzt bin ich in irgendeiner Geheimanlage. Die ich auch noch geflutet habe. Geht ja noch. Aber hier Schwung zu holen ist schwierig. Colin Burke, Bosser Lab Report Number 347. We still have a couple of bobs down in labs. And the most peculiar thing happened. One of the blood vials seemed to almost come alive when a bob was near. After a few more tests, it would seem Dr. Roberts' new blood formula might be the reason for their rise in intelligence. Incredibly short-sighted. If I could get some of Bob's blood within range of a bob, its reaction will be away. My son might still get the chance to practice surgery. Ich habe irgendwas von wieder zum Leben erweckt verstanden. Spielt der Ort auch in Ding? In I Am Brett? Kommen hier die Ursprünge her? Dieser Forschung? Ja, von hier starte ich aber ganz sicher nicht. Das wäre natürlich interessant. Weil das Brot war ja lebendig, hat Intelligenz aufgewiesen. Und das erklärt natürlich auch das Verhalten der Fische. Nachdem sie das Brot gegessen haben. Ah. So. Der Sprung ist halt schwierig. Ich versuche zu fliegen, ne? Aber bei der kurzen Distanz ist es ganz knifflig. Okay, lieber runter, bevor ich da irgendwo festhänge. Oh Gott.
Aber jetzt nehmt ihr mal an, hier wurde Iron Bread erschaffen. Ein intelligentes Brot. Und dieses intelligente Brot wurde von Fischen gegessen. Super. Super. Gibt's irgendetwas? Nee, egal. Nee. Na dann. Einfach nur da rein. Yes, Sir. Und schon wieder in einem Eimer sind wir. Wer hätte es gedacht? Collinburg, Bosser Labs Report Number 453. The answer was right in front of me this whole time. I took some of Bob's blood and added it to a batch of bread at my bakery. As predicted, when brought near a Bob, it practically came alive. If I could get this bread into the hands of any Bobs in Barnardshire, it'll tell me for sure that they're the Bobs made for surgery. I can track them all down. Now, my technique is not perfect, but loaf of bread seemed to have its animalistic tendencies persist even after no Bobs were around. So I must get round to fixing that. Otherwise, things could get very much out of hand. Okay. Also keine bösen Machenschaften. Irgendwas Gesundheits-OPs. Wenn ich es richtig verstanden habe. War es gedacht. Aber jetzt seht uns an, wo wir sind. So, das muss bestimmt rein. Und jetzt? Was habe ich denn bitte eingeschaltet? Das Rohr ist hier nur ein einzelnes Rohr, da soll ich nicht rein. So. Mal sehen, was ich eingeschaltet habe. Das ist der Fahrstuhl wahrscheinlich. Natürlich, hier die gelbe Linie. Ja, klar. Ja, seht mal, was ein intelligentes Brot innerhalb eines Fisches machen kann. Wer sagt denn eigentlich, dass wir noch die Fische steuern? Stellt euch vor, das Brot hat die Gehirne der Fische übernommen und steuert das komplett. Es gibt ja irgendwas in der Natur. Irgendwelche Pilze, denke ich, die tatsächlich Käfer übernehmen können. Die sind ähnlich wie Zombies rumlaufen, aber ja, funktionieren halt. Huff, eine Stunde! Also die Level nehmen deutlich an. Aber ich bin froh, alle 5 Brote entdeckt zu haben. Gut, dann nehme ich jetzt meine wohlverdiente Pause und keine Sorge. Heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage. Bis dahin. Ciao.